48 Stunden ausgesetzt auf einer einsamen Insel. Präsentiert vom Backpacking Simon. Einfach geil. Leute, ich hab's geschafft. Die Sonne geht auf hinter mir. Was eine Nacht. Es war echt nicht geil. Es ist Zeit, mich hier von meinem Shelter zu verabschieden. Bin leider nicht weit gekommen mit meinem Shelter. Wollte mir eigentlich noch ein Dach bauen. Aber irgendwie hat es keinen Sinn für mich ergeben, die ganzen Palmenblätter einen Kilometer von da hinten hier rüber zu schleifen. Hat zum Glück ja nicht geregnet, also ich bin verschont geblieben. Jetzt muss ich mich auf die andere Seite der Insel durchschlagen. Ich habe auch extrem Glück, dass jetzt gerade Ebbe ist, weil während der Flut würde ich es gar nicht auf die andere Seite schaffen und ich kann nur auf der anderen Seite von meinem Captain abgeholt werden. Los geht's. Ich glaube, so in einer Stunde oder so sollte er dann auch schon da sein. Ich hoffe, das geht alles gut. Was eine crazy Erfahrung, Leute. Ich mache jetzt hier das Feuer noch kurz ein bisschen aus und dann laufe ich mal rüber auf die andere Seite der Insel. Let's go! Oh. Ich habe es einfach geschafft, 48 Stunden. Aber die Entzündung an meinem linken Fuß fühlt sich mittlerweile echt gar nicht gut an. Und ich hätte gedacht, dass ich eigentlich viel größeren Hunger haben werde. Aber ich müsste jetzt nicht mal was essen, wenn ich zurückkomme. Hier segelt gerade gechillt einer. Jo, und ich war mit, Alter! Oh, ich hoffe einfach so sehr, dass mein Captain kommt, weil der kann nämlich kein Englisch. Und ich hoffe, wir haben uns einfach da nicht missverstanden mit unseren Absprachen. Wenn jetzt Flut wäre, dann käme das Wasser locker bis hier oben. Und das heißt, ich würde es gar nicht auf die andere Seite der Insel schaffen. Ich habe echt sehr viel Glück, dass ich jetzt hier vorbeilaufen kann, einfach so. Aber ich hoffe, er ist schon da. Das wäre so geil. Und ich hoffe, meine Freundin wartet da drüben mit dem Roller auf mich. Ich bin am vereinbarten Abholpunkt, aber wie ihr seht, ist niemand hier. Jetzt heißt es warten. Jetzt putze ich mir doch noch hier auf der Insel zum ersten Mal die Zähne. Ich sehe, da hinten kommt was. Da hinten kommt ein Boot. Ich hoffe, es ist Bong. Ihn schreibt man übrigens B-O-N-G. Also ja, genauso wie das Ding zum Rauchen. Ich habe es geschafft. Das muss Bong sein. Geil. Ich habe es einfach geschafft. Oh, diese Glücksgefühle. Ich kann es selbst noch kaum glauben. Es ist tatsächlich Bong. Da kommt immer leer. Crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt nach diesen 2 Tagen solche Glücksgefühle empfinde. Einfach verrückt, dass ich das auch durchgezogen habe und dass ich das so schnell umsetzen konnte. Ja, here we go. Morning. How are you? Good? Enjoy? Yes, I enjoy. Was crazy. Yeah. Okay, ich bin so bereit, diese Insel zu verlassen. Und jetzt bin ich auch schon wieder in meinem kleinen Fischerboot. Was eine Erlösung, Leute. Die 3 Inseln hier hinten, die wären auch spannend gewesen. Aber die waren leider ein bisschen zu weit weg. Aber ich glaube, die Insel habe ich ganz gut ausgewählt.
Jawohl. Geschafft. Okay, thank you. Meine Freundin wartet sogar mit Trinken. Geil. Und was ist da drin? Essen? Oh. Thank you. Thank you. Oh ja. Und jetzt geht's zurück ins Hotel, glaube ich. Endlich mal wieder was anderes wie Kokosnusswasser. Jetzt geht's auf dem guten Roller zurück ins Hotel. Danke, Babes. Wir haben es geschafft, zurück im Hotel und jetzt gehe ich erstmal duschen. Und danach gibt's Frühstück. Die Dusche hat richtig, richtig gut getan und jetzt gibt's auch schon Frühstück. Ich bin mal gespannt. Ich habe immer noch nicht so krassen Hunger, um ehrlich zu sein. Ich nehme euch noch kurz mit zum Frühstück und dann ist das Video auch schon vorbei. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier auf dem Kanal noch so sehen wollt. Thank you. Oh Leute, das sieht doch nach einem guten Frühstück aus. Oder Baby? Ja. Jetzt habe ich doch Hunger, wo ich das sehe. Erster Biss. Ja, geil. Erster Biss nach 2 Tagen ohne Essen. Ja, lecker. Das Frühstück hat richtig gut getan, Leute. Und jetzt liege ich auch schon wieder hier im Bett und ruhe mich ein bisschen aus. War schon ganz schön anstrengend die letzten 48 Stunden. Und ich würde sagen, das war's auch schon für mein 48 Stunden 7 vs. Wild Video. Vielen lieben Dank fürs Anschauen und ja, lasst mir auf gar keinen Fall ein Abo da und auch auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Peace! Did it!